So, hallo und herzlich willkommen wieder hier bei VG Mac. Im letzten Video habe ich über den Barbaren der Griffstufe 39 in Patch 2.2 ein bisschen was zur Skillung, zu den Fähigkeiten, zum Equipment erzählt. Und heute möchte ich euch einen Griff auf Stufe 43 zeigen. Im Prinzip hat sich hier nichts verändert, also sowohl von den Fähigkeiten als auch vom Equipment ist alles immer noch gleich geblieben. Das Video dazu findet ihr auch in der Beschreibung und auch hier im Video, da könnt ihr draufklicken. Da gehe ich nochmal explizit auf die Skillung, auf die Fähigkeiten, Paragon-Punkte und das Equipment ein. Also wie gesagt, hier ist im Prinzip alles gleich geblieben. Ich kämpfe immer noch mit dem Vierer-Set bzw. drei Teile vom Unsterblichen König und fünf Teile insgesamt, wodurch ich den Sechser-Set-Boni kriege, mit dem Ödland-Set. Wie gesagt, da hat sich nichts verändert. Prunkring. Und hier die Einheit und natürlich die Wickeltuch des Seelennetzes, die Amschienen. Also wie gesagt, im Prinzip nichts verändert. Alles beim Alten geblieben. 39 war letztes Mal etwas sehr leicht, gebe ich auch zu. Deswegen machen wir heute mal einen 43er. Sollte vom Anspruch her auf jeden Fall höher sein, wird auch höher sein. Und ja, sollte machbar sein. Und das wollte ich euch kurz mal zeigen. Steigen wir auch schon direkt ein. Also, ja, von der Spielweise ist es genau das Gleiche. Wir zünden am Anfang Ruf der Uhren, Abherzung, Kampfrausch und sobald wir die Ads sehen, Bär sie. Und dann geht's ab. Genau, hier sind schon die Elite. Das ist schon mal nice. Schön alles oben halten hier. Und wie gesagt, immer die Heilkugeln aufsammeln, sowohl für Heal als auch für die Wut. Ja, also wie gesagt, auf Zähigkeit komme ich auf die 62 Millionen. Ist in Ordnung, könnte mehr sein. Wichtig ist halt die Allred hier. Und natürlich nicht in den Explosion stehen bleiben, sonst wird's böse. So, habe ich hier Kügelchen vergessen? Nein, doch und einer. Die immer aufsammeln. Die pushen euch zum Rift Guardian. So, hier ist doch viel, das ist doch mal schön hier. Auf jeden Fall auf die arkanen Sachen hier aufpassen vom Boss. Die hauen auch gut rein. Obwohl wir natürlich mit der Einheit spielen, das heißt 50% Damage Reduce, ist es trotzdem noch hart, wenn ihr da stehen bleibt. Vor allem, wenn die Elite-Gegner dann nochmal Schaden machen. Das haut schon ganz gut rein. Deswegen immer rauslaufen, sicher, sicher. Hier ist ein Goldener jetzt. Schlimm ist es immer, wenn die Elite-Gegner reflektierenden Schaden haben. Das ist einfach mies, weil erstens reflektierende Schaden zusätzlich nochmal elektrisch oder elektrisierend. Einfach eklig, macht keinen Spaß. Macht keinen Spaß. So. Ich habe auch überlegt, im Rift oder im Grift besser gesagt mit dem Vulkato-Set zu spielen. Das heißt, wo ihr wirklich sehr schnell unterwegs seid. Aber es ist vom Damage her nicht so, wie wenn ihr mit der, ja, dieser Waffe spielt, mit dem Unsterblichen König, Unsterblichen König Waffe, denn es ist erstens eine mächtige Waffe und zweitens ist die in Uralt gedroppt. Da ist natürlich der Damage wirklich herausragend, ne? Das macht schon viel aus. Deswegen bin ich so erstmal geblieben. Ich bin auch am Überlegen, ob ich da noch ein Bild dazu mache. Ich bin gerade so ein bisschen am Testen. Nebenbei auch gerade ein bisschen den Witchdoktor, da, also den Hexer wieder am Leveln, beziehungsweise am Equippen. Weil durch die neue Skill war auch von uns auch recht interessant geworden. In den letzten Monaten habe ich erst oder nur Barb gespielt. Aber ich werde jetzt auch mal demnächst ein Bild zum Hexer machen. Weil der, wie gesagt, durch die neuen oder durch das neue Set sehr interessant geworden ist. Vor allem dadurch, dass den Fetischen, dass man da einfach verdammt viel aushält.
also auch hohe Griftstufen sofort möglich sind und der Gruppensupport einfach nice ist durch den Voodoo. Also mal gucken. Aber wie gesagt, erstmal hier um den Barb kurz sein, 43er Grift. Noch entspannt, finde ich. Man muss auch immer Glück haben mit dem Grift selber. Also hier geht es noch. Ist natürlich dann ausschlaggebend auch die Mobdichte. Sobald dann viele Mobs da sind, macht sich natürlich gewisse Runen auch bezahlbar. Zum Beispiel für jeden getroffenen Gegner halt eine bzw. zwei Wut regenerieren. Das ist natürlich bei vielen Gegnern auf jeden Fall ziemlich nice, weil denen dann so gut, wie ihr seht, meine Wutkugel eigentlich nie leer geht. Außer es ist nur ein Gegner, wobei dann auch wiederum die Heilkugeln fallen. Oh, jetzt haben wir hier einen Pylon, den nehmen wir natürlich. Schild, ein bisschen mitnehmen. Kann ein bisschen mehr pullen hier. Aber auch so kein Problem. Ihr seht, der Damage ist so noch. Also Flächendamage, wie auch im letzten Video gesagt, gar kein Problem für den Barb. AOE Damage, alles gut, aber Single Target ist immer so ein bisschen das Problem. Deswegen verbringt man eigentlich ein Viertel des Rift oder des Grifts mit den Mobs. Mit den Ads hier besser gesagt. Und drei Viertel mit dem Bosskill. Das ist immer beim Barb so oder die übliche Vorgehensweise hier. Was auf Dauer ein bisschen stressig ist, muss ich sagen. Beziehungsweise macht da nicht so viel Spaß. Aber man kommt dafür sehr schnell durch. Ich werde nochmal auch ein Video machen über ein Speedfarm. Das wird auch nochmal ziemlich nice. Geht wirklich ruckzuck. Geht auch bis zu den Stufen zwischen 30 und 40 alles machbar mit dem Vulcato-Set. Aber dazu komme ich später. Also wie ihr seht hier, der 43er ist auch noch in Ordnung. Noch angenehm. Obwohl ich mit Einheit spiele, kassiere ich manchmal viel Damage. Ja. Ich muss mal gucken, was wir da für eine Lösung finden. Hinter dem mehr hier pro Wut, pro getroffenen Gegner, muss ich mal gucken, wie wir das hier machen. Je nachdem, wenn die reflektieren oder nicht, kommt da schon böse rein, auf jeden Fall. Jawohl, jetzt haben wir einen, der macht natürlich das optimal im Grift immer. Kann man wunderbar durchmarschieren. Aber so hätte ich jetzt auch keinen geschafft, also das ist nicht das Problem hier. Und immer ihre Steinchen aufrechterhalten, deswegen auch wenn gerade kein Gegner ist und ich volle Wut habe, dann wirbel ich einfach nur kurz, sodass der Teguk, der Stein, einfach aufrecht gehalten wird. Das erhöht wie gesagt einerseits den Damage und andererseits die Rüstung, sodass ich keinen Leerlauf habe, da muss ich alles wieder vorne aufbauen, weil dann kommt dann irgendeine große Gruppe, wo viele Elite-Gegner sind und dann kriege ich schon ordentlich Hits rein. So kann ich meine Zähigkeit halt aufrechterhalten durch das ständige Wirbeln. Das macht dann natürlich Sinn. Natürlich jetzt nicht durchwirbeln, aber so, dass die Steinchen aufrechterhalten werden. So, ich denke, wenn wir das hier gemacht haben, sollte auch der Rift Guardian kommen. Zumindest wenn der Golden hier steht. Haben wir schön viel Platz, passt doch. Killen wir den mal. Sollte der Rift Guardian. Na gut, da kommt der jetzt. So, wen haben wir denn? Ah, den Kreuzer der König. So, ihr seht. Über die Hälfte noch Zeit, aber was jetzt in Zeit in Anspruch nehmen wird, ist halt dieser Rift Guardian. Aber wie gesagt, der Single-Target-Damage vom Wirbelwind-Barb nicht gerade sehr gut ist. So dauert der Rift natürlich lange. Deswegen, man könnte auch gucken, dass man einen Ring, ich habe da jetzt noch den Schädelgriff, ist letztens gedroppt, der den Schaden von Wirbelwind nochmal um über 300% erhöht, bin ich auch am überlegen damit zu spielen, aber dann ist es wieder Zähigkeit, die so ein bisschen drunter leidet, weil ich ja mit Einheit spiele. Muss man gucken.
Man kann dann natürlich gewisse andere Fähigkeiten mit reinnehmen, mit Runen, das zusammenbasteln, wie man möchte, so dass man ja, einfach überlebt. Man muss überleben in den großen Rifts, wenn man Solo macht. In der Gruppe ist das nicht das Problem, sterben vielleicht ein, zwei, aber der Rest macht dann einfach den Damage. Also da passt zumindest der Single-Target-Damage, wenn ein Mage oder Demon Hunter dabei ist. Oder auch natürlich ein Witch-Doktor. Aber man muss einfach schauen, wie man da zurechtkommt. Also dieser Bild ist einfach darauf ausgelegt, zu überleben einerseits in den großen Grifts. Er ist groß, 43 ist mittelmäßig, aber überleben und halbwegs auch Damage aufzahlen. Und wie gesagt, ihr habt das ja gesehen, also ich habe noch über die Zeit, über die Hälfte der Zeit übrig, bevor der Rift Guardian halt einfach kam. Nur der dauert halt ein bisschen länger. Vielleicht macht der Blizzard noch was, ich weiß es nicht, oder man bastelt da was anderes Schönes zusammen. Ich habe bis jetzt, muss ich ehrlich sein, oder ehrlich gestehen, keinen vernünftigen Bild gesehen, der für den Barb, der jetzt wirklich ein Single-Target-Damage wirklich so erhöht, dass man sagt, okay, das passt auch von den Griffs, dass man gut durchlaufen kann und auch den Boss schnell killt. Noch nicht gesehen, leider. Es gibt zwar dieses Raikor-Set, womit man mit Ansturm relativ viel Schaden macht und auch gut schaden kann, aber dafür braucht man halt immer mehrere Gegner. Gut, der hat jetzt ein paar Ads, die hier spawnt, aber da gibt es auch wirklich Bosse, die einfach keine Ads spawnen, die einfach nur der, wo man nur den Rift Guardian killen muss und ja, da kann man halt nicht chargen. Ist ja doof, dann damit mal wegzugehen, wieder neuen rein zu chargen, das ist dann auch doof. Macht auf jeden Fall wenig Sinn. Und von daher, mal gucken, was da noch so kommt. Aber ich bin dran. Mal schauen, ob ich irgendeine vernünftige Skillung bzw. ein Bild diesbezüglich finde. Einfach mal abwarten. Momentan ist auf jeden Fall der Wirbelwind-Barb, ja, das Nonplusultra, sagen wir mal. Gerade auch für Gruppen, ne? Bis jetzt nichts, ja, Vergleichbares oder so, dass der Single-Target-Damage stimmt, irgendwie gefunden. Wie gesagt, Griff Garden dauert halt immer ein bisschen länger. Aber es passt. Ihr seht, noch genug Zeit, ein Viertel ungefähr. An Zeit übrig. Das passt. Ja, ich gucke mal zwischendurch die Zähigkeit, wie hoch die ist, weil ich noch meinen T-Rock ein bisschen skillen will. Da steigt auch die Zähigkeit. Aber das passt hier. Rift Guardian ist down. Komm, stirb. Und ihr seht an sich kein Problem auf dem 43er. 3 Minuten 43 Sekunden ist in Ordnung, finde ich. Jetzt nicht allzu schlecht, aber auch nicht das Beste von allem. Und einfach mal schauen. Demnächst werde ich wahrscheinlich dann 45er oder 46er Rifts machen, den ich auch schon geschafft habe. Und dann kann man auf jeden Fall mehr sagen. Bis dahin bastle ich noch ein bisschen rum. Ich schaue einfach mal, ich bedanke mich fürs Zuschauen und sag bis dann. Ciao.